zurück zu Let's Play Pokémon Crystal hast. Versuch Nummer 2.0, diese Folge, Scheißfolge aufzunehmen. Ich bin heute nicht alleine. Es ist wieder das Let's Play Together, denn mit mir dabei ist. Und wie angekündigt ist das ein 1-Stunden-langer Part. Ein Livestream mache ich zu einer anderen Zeit mal irgendwann. Und Dori steht bei Hartwig, ich bin bei Jasmin und wir beginnen direkt unsere Arena-Kämpfe. Du wolltest loslegen. Ah ja, ich muss sowieso noch ins Pokémon Center. Georg ist auch leicht angeschlagen. Und wann habe ich gesagt, dass sie dann, dass sie auf der Arena wartet, während du Hartwig bekämpfst? Aber gut, kann ich noch ein bisschen Rocky trainieren. Dann viel Spaß. Das ging letztes Mal auch schnell. Rappo ist stark. Ja, Leute, das kann doch schon, wenn man nichts gegen Kampf-Pokémon hat. Scheiße, wenn man nichts gegen einen Wasserkampf-Pokémon hat. Okay, das ist ja was so scheiße. So, und wir haben heute ein paar Themen uns überlegt zusammen. Also ich habe mir ein bisschen was überlegt noch. Einmal ein paar Infos fürs kommende Jahr, dann ein paar Spielankündigungen und ich werde ein bisschen was zu einem neuen Anime-Spiel sagen, wo ich gerne Doris Meinung zu hören möchte. Und dann beginnen wir auch gleich mal mit dem ersten Fakt. Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Zwei Spiele, die dieses Jahr ankommen wollen und zwar verdammt viel früher als alle erwartet haben. Alle haben mit 2016 Dezember gerechnet. Alle haben damit gerechnet, dass Pokémon Sonne und Pokémon Mond erst in so Weihnachten kommt, so Dezember, Mitte Dezember. Und keiner hat damit gerechnet, dass es noch nur kurz vor Ende November kommt. Damit hat niemand mehr gerechnet. Es kommt einen ganzen Monat früher auf den Markt, als man erwartet hat. Hä? Ja, das ist immer so. Dass die Japaner und die Amerikaner schneller sind als wir. Gut, bei den Japanern kann man es verstehen. Stimmt, dieses Jahr sollte es so sein, dass alle drei in allen drei Ländern gleichzeitig kommen, zum allerersten Mal. Nein. Bei Omega Rubin und Alpha Saphir war es das erste Mal so. Aber wenn man darauf bedenkt, es sollte auch die erste neue Generation, die zeitgleich weltweit erscheint,
sein, die neue Generation. Und daraus wird ja am Ende nichts. Und zum Thema Sonne und Mond. Was hältst du davon, dass es dieses Jahr sogar noch früher kommt als erwartet? Denke ich mal auch. Hast du eigentlich die Gerüchte von dieser neuen Burst-Entwicklung gehört, die man so gehört hat? Nee. Sie sollten angeblich eine neue Entwicklungsform für legendäre Pokémon sein. Okay. Wurde aber nichts. Es wurden nur Skizzen gezeigt und danach wurde das Projekt wieder verworfen. Unter anderem sah man da zum Beispiel auch Kobalium in einem Kristall, in einem beleberförmigen Kristall drin. Ah, okay. So, wollen wir in die Arena? Hab ich gehört? Ich bin gerade noch mal kurz gerockt, ein Stückchen trainieren gegen einen Mülltank. Ja, ich warte ein kurzes Weg. Ich stehe hier. Und ja, Leute. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass es dieses Jahr doch früher kommt als erwartet. Darüber, dass es keinen weltweiten Release gibt und was ihr über diese Burst-Entwicklung gehört habt. Das war Fakt Nummer 1 für diese Folge. Und wir werden gleich noch genug Zeit haben nach dem Arena-Kampf. Okay, ich sollte mich nicht zu früh freuen, gleich verlieren wir beide den Arena-Kampf. Ich sehe es schon kommen. So, kommst du? Erstens sicher Scheine, höchstens 20 Giganten Pokémon Center. Die ist klar, dass Strauß verdammt schnell ist und auch Erdbeben und Steinhagel drauf hat, oder? Geht schon, ja. Strauß sollte man nicht unterschätzen, glaub mir. Das stimmt. Und auch die Magnetibus kann nervig sein. Ja. Wollen wir? 1 2 3 Ja, nein, du darfst nicht beginnen. Ich beginne diesen Kampf hier, Madame. Das Outfit ist geil. Ja. Das ist das Outfit, was sie in Sinnoh anhatte, oder? Einige der wenigen hübschen Arena-Leiter, die nochmal einen Auftritt hatten. Ja, stimmt. Weil Missy kannst du nicht wirklich als schön bezeichnen. Nee. Aber ihre drei Schwestern sahen scharf aus. Aha. Hab nichts gemacht. Das ist ein Status Level 35. Ich weiß. Ich bin 7 Level drunter mit Georock. Okay, das könnte jetzt ein Fehler von dir gewesen sein. Sie hat gerade eigentlich nur meine Feuerattacken stärker gemacht mit Sonntag. Ach, hast du Ace auch Feuerschlag beigebracht? Hast du Ace auch Feuerschlag besorgt? Nee,
Ah ja, stimmt ja. Okay, zwei meiner Pokémon sind down. Der zweite Orden dieser Folge. Was? Ace entwickelt sich schon? Normalerweise entwickelt sich das auch durch Freundschaft weiter. Nein, das nicht. Nicht alle Babys entwickeln sich durch Freundschaft. Ah, die meisten. Ja, aber das nicht. Das ist gut so. Weil Ace so oft draufgegangen ist? Okay, jetzt macht Sonntag mehr Sinn gegen Garados. So, Garados habe ich jetzt auch endlich besiegt. Ich habe drei meiner Pokémon verloren und ich habe noch ihr viertes Pokémon vor mir. Aber ich habe noch Timon. Arschloch. Hast du keins? Ja, weiß, aber ich bin keins. Kein Kommentar. Oh je. Komm, Timon, das schaffst du doch. Sagt diejenige, die gegen Hartwig verloren hat. Die gegen Hartwig, die Lusche. Ja, das zweimal. Was, sogar zweimal? Ja. Gegen diese Lusche? Gegen die Lusche, ja. Und dann beschwerst du dich bei mir darüber, dass ich gegen Jasmin beinahe verloren hätte? Hast du ein Pokémon mit Blitz bei dir? Ich meine doch. Du sollst doch auf mich warten. Ja, ich muss einfach an Torboga wieder ran. Also mir ist es egal, wir können von mir aus durch die Höhle gehen. Dreiviertel Stunde noch. Und dabei sprechen wir mal gleich das nächste Thema an. Super. Pokémon Go. Was versprichst du dir davon noch? Was versprichst du dir davon noch? Also ich habe mir so... Ich frage mich, wann sie die Beta nach Deutschland bringen. Ja, das frage ich mich auch.
Und ich frage mich auch, ich frage mich, was, ob es bei Google Play Store umsonst sein wird und bei iPhone was kosten wird oder umgekehrt. Oder ob beides was kostet am Ende das gesamte Spiel. Weil was ich jetzt erlebt habe, sorry, wenn ich jetzt gerade mal eine Werbung für Betel mache hier. Die neue Betel-App, ist ja zum Beispiel jetzt auf dem, was finde ich lustig, meine Chefin hat sich das runtergeladen und musste 2 Euro zahlen. Okay. Ja. Auf dem iPhone. Ich auf im Google Play Store umsonst. Meine andere Chefin im Google Play Store umsonst. Ja. Apropos, ich bin schon im Kesselberg. Wir haben so einen Chef, über Pokémon Go zu reden. Aber ganz ehrlich, Pokémon gehen. Der ist ja der offizielle deutsch übersetzte Name. Ja. Und das passt irgendwie mit diesem Reality-Dingsbums. Ist gut zusammen. Also ich muss sagen, dass da man sich ja schon bewegen muss bei dem Spiel, auch Real Life teilweise, dann finde ich das schon eine gute Sache. Es ist eine Art Fitnessprogramm, kannst du sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer wollte nicht schon immer mal seine Pokémon in der realen Welt sehen und fangen? Das ist schon eine gute Sache, ne? Das ist doch der Traum eines jeden Kindes. Warum kommen wir erst heute dieses jetzt damit? Tja. Was? Ich treffe bisher nur zu Radikal getroffen. Und ich kämpfe gerade gegen einen Nidoking. Von einem Trainer. Und dann noch Nidoqueen. Ja. Nidoking hätte ich mir jetzt sofort gefangen. Bist du raus aus der Höhle? Nö, es gibt in der Höhle einen Trainer. Ach so, ach, der hier oben. Pokémania Schmiller. Ja. Ja. Ja, mit einem Nidoking und einem Nidoqueen, beide Level 17. Und da oben die Leiter gibt es nur einen Beleber. Okay. Bisher, mich nervt gerade nur ein kleines Radfratz, dann gucke ich mir dem nochmal noch ein bisschen an. Ja, es gibt nur einen Beleber hier oben. Aber der Kesselberg hat mich früher richtig aufgeregt. Warum? Reinster Irrgarten. Ist er heute immer noch. Okay. Ich muss applaudieren, das erste Subat. So, jetzt wo wir über Pokémon Go sprechen, wie findest du die ganze Ideenumsetzung? Ich habe jetzt schon die Beta-Test-Gameplays gesehen und die war von den Gameplays schon, also ich war von den Gameplays begeistert. Weil du kannst deinen Charakter endlich selbst erstellen. Ja. Das fand ich auch gut.
Und ich spreche mal eben Suicune an. Und bin jetzt in der mittleren Höhle. Und ja, wo wir bei Pokémon Go sind, gehen wir doch direkt zum nächsten Thema über. Aus dem Verarschenspiel Pokémon Z. Pokémon Z. Erst machen sie so eine große Welt darum, um dieses besondere Quajutsu und so, um diese ganzen Zygarde-Formen. Nur meine Frage, wo bleibt das Spiel? Ich glaube, das kommt nicht mehr. Ich glaube, das ist ein ganz verlaufen. Nein, die haben diese Zygarde-Form so geil designt. Wo wir schon nach Pokémon Sonne und Mond sind. Ja. Wechseln wir auch direkt wieder zum nächsten Spiel. Beziehungsweise zur nächsten Spiele-Ankündigung. Aber gerüchteweise, was Game Freak auch nicht abgestritten hat, ist, dass wahrscheinlich in Zukunft an einem Remake von Pokémon Diamant und Perl gearbeitet wird. Und ich vermute mal, dass auch nach der fünften Generation Remake dann wahrscheinlich erst Pokémon Z kommen wird. Wenn überhaupt. Aber wäre lustig. Ich auch nicht, aber man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Du kannst nicht singen. Ich bin auf dem Weg durch den Kesselberg. Und mich regen die Super-Zwollis, Goldnings, Radfahrts und Radikal auf. Vor allem diese scheiß Goldinis. Ich hab den Schatten noch nicht mal gesehen und ich wusste, dass es eins war. Ja, das ist einfach gerade eiskalt geraten. Einfach geraten. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Goldinis. Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Nein. Und ich kämpfe gegen die Goldinis mit dem Georock. Ja, bist du. Du bist bekloppt. Ja, eindeutig. Na, welchen siehst du es ein? Dann laufe ich nochmal zurück.
Du musst surfen. Nachmacherin. Sekun hat aber schon immer seinen eigenen Willen, ihren eigenen Willen irgendwie im Spiel. Während Entei und Raikou mit uns Verstecken gespielt haben, hat Figo uns auch irgendwie uns immer begleitet, auch irgendwie von den Gold und Silber. Also ich habe den mittleren Ausgang erkundet vollständig. Und im Gegensatz zu dir gehe ich jetzt auf, mache ich mich jetzt auf den Weg nach Mahagonia City. Und zwar nicht zu früh. Aber zu früh. Was hältst du eigentlich von der Idee, dass man wahrscheinlich zu Pokémon Diamant Pearl Remake wahrscheinlich so macht, dass man damals ja in der ersten, in dem ursprünglichen Spiel so hatte, dass Giratina seine zweite Form hatte, ne? Ja. Und Jaeger und Palkia nur ihre normale Form hatten und es ja in ja. In Omega Rubin Alpha Saphir so war, dass Kyogre und Groudon eine neue Form bekamen. Ja. Und Dreiklasa eine Mega-Entwicklung bekamen, dass es da die Gründe gibt, dass es vielleicht für Dialga-Pike ja auch neue Formen gibt, wie die Protomorphose. Und für Giratina eine Mega-Entwicklung. Würde mich nicht wundern, Giratina hätte längst eine verdient. Aber ich hätte halt die anderen Giratina, die drei hätten alle eine Mega-Entwicklung verdient. Ich würde sie ihm gönnen, bin ich ganz ehrlich. So hat sie die Urform, Schatten-Dialga aus Mystery Dungeon, das wär's. Dass Dialgas Urform Schatten-Dialga wird, das wär's. Das wär geil. Irgendwie wäre das doch was, oder? Ich bin auch nicht mal in Mahagonia City angekommen. Ich kämpfe gerade gegen den Typ mit dem Nidorino und den Nidorina. Ah, okay. Den habe ich jetzt aber auch erledigt. Ich habe keine große Kurz. Nö, nicht mit Georock vorne. Ich bin ein bisschen unterlevelt, habe ich das Gefühl. Wenn man mal bedenkt, wie stark ich in der sechsten Arena unterlevelt war. Wenn man was Passendes dabei hat. Für Kroppo zählt eigentlich dasselbe. Wenn man was Passendes dabei hat gegen Kampf und Wasser-Pokémon. Ja. Nicht so wie du.
Ja, und dann wollen wir doch direkt mal das nächste Thema ansprechen. Auch wenn uns langsam. Außerdem will ich jetzt langsam mal das nächste Thema ansprechen. Wobei es hierum eigentlich eher geht, mir, dass ich was erkläre und du deine Meinung mal dazu gibst. Ich versuche mal vielen von euch Anime-Fans und Zuschauern, die PC, PlayStation und Xbox spielen, dürfte das Anime-Game Dragon Ball Xenoverse ein Begriff sein. Ich selbst habe es gespielt. Es ist ein affengeiles Spiel gewesen, wo du im Grunde die gesamte Dragon Ball Story komplett einmal erleben konntest, in verschiedenen Missionen, die Zeitstränge reparieren musstest, gegen Raditz kämpfen musstest, gegen Freezer kämpfen musstest, gegen Vegeta kämpfen musstest, gegen die Cybermänner und alles so kämpfen musstest. Also, wo sogar die Dragon Ball Z Battle of Gods Filme reingebaut wurden. Den ersten Teil als in der Hauptstory, den zweiten Teil gab es nur als DLC, sogar Dragon Ball GT hatten sie drinne. Als DLC, sogar Bardock oder Broly hatten sie drinne. Und im Grunde genommen alles von der Saiyajin-Saga bis hin bis zur Battle of Gods-Saga. Alles drin. Sogar auch mit Bu alles. Du kannst Charaktere erstellen aus nimm Majin, also Bu-Style. Nimm Saiyajin, nimm Menschen, nimm Namekianer konntest du erstellen und sogar eine Art von Freezer. Kannst du über Steam holen zum Beispiel oder halt auf PlayStation als halt ganz normal im Laden kaufen. Und ja, wo wir dabei sind gerade. Xenoverse ist ein Spiel, was ich eigentlich recht gut gespielt habe, wo du dich selber als Saiyajin auch in Super Saiyajin 1 und 2 verwandeln konntest. Und damit nicht genug. Sogar Super Vegeta 1 und 2. Ja, vor allem du wirst erstellst deinen Charakter, wirst von Shenlong herbeigerufen. Tutorial Kampf gegen Future Trunks. Das fand ich geil. Also gegen den Trunks, der aus der Zukunft kommt, wo alle außer ihm selbst getötet wurden. Und du kämpfst sehr oft Seite an Seite mit ihm. Wie ist es schon See des Zorns? Sag doch was. So. Ich gehe nicht in das Haus mit den Team Rocket Griffin übrigens. Ich will kein Geld ausgeben. Ja, und Dragon Ball Xenoverse hat sehr viele storylustige Elemente. Du kriegst die verschiedensten Rüstungen. Du kannst mit einem Scouter rumlaufen auch. Und du kannst sogar Dragon Balls kriegen. Und Wünsche dafür lassen. Ja, du kriegst Dragon Ball zum Beispiel während Mission als Belohnungen. Und das Schöne daran ist, du hast ganz entweder zum Beispiel kannst du ja Talentpunkte verteilen, um deine Werte zu verbessern. Und eine Möglichkeit, sich was zu wünschen, ist, seine gesamten Talentpunkte zurückzusetzen, um, falls man mal was falsch gemacht hat.
Oder es gibt sogar eine neue Rüstung, die du holen kannst durch den Wunsch. Oder eine neue ultimative Technik oder eine neue Supertechnik, alles Mögliche. Nein, das war im ersten Teil. Der zweite Teil ist, ja, es gibt mittlerweile ein Content, es wurde angekündigt in Dragon Ball News, es kommt Dragon Ball Xenoverse 2, es spielt in der Zukunft von Dragon Ball Xenoverse 1. Und es wird einfach nur der Hammer. Du kriegst sogar diesmal was bekannt, es ist eine richtige Anime-Grafik, richtig? Die Zerstörung vom Planeten Vegeta sieht viel geiler aus als im Teil 1. Okay. Wahrscheinlich wird es diesmal auch kein nicht als DLC verfügbar sein, sondern wirklich in der Hauptstory drin sein. Und man bekommt diesmal, was viele Fans im ersten Teil vermisst haben, die Möglichkeit gegen Sabon und dann Dodoria zu kämpfen. Die Untergebenen von Freezer. Ah, okay. Rosa Fettklops und grüner Frosch. Okay, kenn ich gar. Wurden beide von Vegeta getötet. Okay. Wobei Sabon sogar noch Vegeta fast selbst getötet hätte. Ja, und diese beiden werden wahrscheinlich entweder ein spielbarer Charakter sein und vielleicht auch als Story-Gegner, wahrscheinlich beides. Man konnte ja im ersten Teil jetzt auch zum Beispiel sich selbst spielen bei den Missionen. Oder Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Trunks, Vegeta, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Freezer, Golden Freezer, du kannst alle spielen. Du kannst sogar als Lord Beerus und Whis rumlaufen, den Gott der Zerstörung und seinem Diener. Und ja, das wird wahrscheinlich im zweiten Teil nicht besser sein, nicht anders laufen. Viel hat man leider noch nicht gesehen, Leute. Ja, was man gesehen hat, ist geil. Es ist auch schon bekannt, für welche Konsolen es rauskommen wird. Spielbar wird das Spiel auf der Xbox One, der PlayStation 4 und auch auf dem PC spielbar sein. Wann das genau rauskommt, weiß man noch nicht. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Dieses Jahr wird das wahrscheinlich nichts mehr. Wahrscheinlich. Das Jahr ist noch jung. Wie wird es nicht mal, wenn sie jetzt noch überraschenderweise ankündigen, Pokémon Z kommt dieses Jahr auch noch raus. Ja, ist doch jung, wer weiß, was noch kommen kann. Ja. Ich will Pokémon Set noch nicht abschreiben. Ich habe jetzt schon Garados. Ja, ich weiß. Little Britain! Ich hätte noch was! Timme! Wer kennt Puff Puck nicht?
Keine Antwort, also scheint jeder South Park zu kennen. Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da. Da niemand geantwortet hat, würde ich sagen, jeder kennt South Park. Alter, das Garados ist geil animiert. Nö. Alter, das Teil sieht einfach nur geil aus. Warum kannst du nicht dagegen? Hab mich gerade noch am See umgeguckt. Ach so. Es wäre eigentlich egal, ob ich mir jetzt Garados nehme oder Killer, weil beide sind weiblich, beide sind auf demselben Level. Obwohl, nee, Killer ist sogar männlich. Ich glaube, ich fange mir das. Das Ding hat Fuchtler drauf. Ja, dann klatscht alles um. Das Ding hat gerade meinen Kadaver umgeklatscht. Ach komm, Garados, dieser Kühl dabei war nur für dich bestimmt. Es ist im roten Bereich. Und ich bin versehentlich. Geil, du kannst es zwar besiegen, ne? Ja. Aber du musst mit Automaten, du kannst, musst immer weiter, du darfst immer wieder gegen ihn antreten. Ich weiß. Im normalen Spiel ist es normalerweise so, dass es da verschwunden ist, aber es bleibt dort, wenn man es besiegt. Das bleibt. Du hast also keine andere Wahl, als das Viech zu fangen. Hab's gefangen. Ja, cool. Direkt der erste Superball, den ich drauf geworfen hab. Super, der erste. Beim ersten drin? Ja. Cool. Ich bin jetzt hier auf dem Rückweg nach Mahagonia City. Mich interessiert das sehr nicht. Da gab's noch ein paar Items hinterm See. Hol ich mir offscreen. Tja, Killer, du hast gute Arbeit geleistet, aber jetzt bist du raus aus dem Team. Eine Minute Abschied von Killer, dem besten Garados, was ich je gefangen habe. Eine Schweigeminute? Ja, und diese Schweigeminute nutze ich mal gerade für eine kleine Pickup-Pause.
Nein. Wieder da? Ja, sehr professionell. Zeige Mute ist um. Und jetzt mach's gut, verschwinde, Killer. Mann, bin ich freundlich. Und jetzt fliege ich einmal nach Ducatia City, um das rote Garados umzubenennen. Profi-Killer. Es ist besser als Killer. Es ist ein Profi-Killer. Das ist irgendwie gemein gegenüber Killer. Also, Rache der Gefallenen, bitte greif mich nicht an. Okay, Profikiller passt nicht ganz rein. Okay. Also Pro-Killer. Pro-Killer. Passt doch auch. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich würde am liebsten jetzt schon ins Team Rocket Versteck gehen. Ich brauche hier noch einen Moment. Also kann ich noch ein paar Stunden warten. Kannst du mir das auch noch reingeben, bevor ich die Zuschauer langweilen? Ich kann ja auch streamen, später nachkommen. Ja, gute Idee. Nimm's dann zum Glück nicht auf. Ah, die haben sogar das Radio übernommen. Ganz ernsthaft? Die haben das Radio übernommen, das uralte. Boah, sieht das Radio geil aus. Sag ich doch. Hast du eigentlich gegen die Trainer hier oben am See noch gekämpft? Nee, ich wollte so schnell wie Modified wieder zurück. Ach so. Mach ich alles offscreen. Die kommen später. Sobald wir das Problem. Wenn wir das hier unten erledigt haben. Ne, sobald man das hier unten erledigt hat in Margonia City. Ah, okay. So, ich habe jetzt extra gespeichert vorher. Ich weiß, es kommt wieder, aber. Ich hatte auch vorher gespeichert, weil ich nicht wusste, dass es wieder kommt. Ja. Ich habe schon mal Garados mit deinem. Ich denke mal, diesmal bleibt es. In deinem Team, ne? Garados bleibt in meinem Team auf jeden Fall. Hier sind irgendwie die Garados-Profis. Beide entscheiden die Garados im Team. Rote Garados habe ich immer im Team. Also, ich hatte das rote Garados. Das ist ein Shiny Garados, hatte ich von Anfang an im Team. Ich hatte nie ein normales Garados. Ne? Nein, kann ich mich jetzt. Ach so. Hust, hust. Hatte mir extra ein goldenes Carpador gefangen. Hust, hust. Ist klar. Was für eine Schweigeminute. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Es gab nie einen Pokémon namens Killer. Ja, kommt hin. Die Stunde verging schnell. Ja, fand ich auch. Aber wir haben eine Menge geschafft. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben einen Garados namens Killer entsorgt, was gar nicht existiert. Hust, hust. Pass auf, mit einem Pokéball gefangen. Mit einem Pokéball gefangen.
Läuft doch bei dir. Ja. Und schau mir jetzt nicht meinen Spitznamen Killer. Doch. Ernsthaft? Weil es bei mir Ash-Killer heißt. Ja, das heißt bei mir immer Ash-Killer und da geht kein Weg dran vorbei. Kein Kommentar. Ash-Killer ist wieder am Start. Wieso tötest du eigentlich immer Ash Ketchum? Warum tötest du eigentlich immer Ash Ketchum? Was hat er denn getan? Wieso Ash Ketchum? Was hat der denn damit zu tun? Du sagtest gerade Ash Killer, habe ich so verstanden. Also Arsch. Ja, ich hatte erst Ash wie Ash Ketchum verstanden. Nein, nein. Ash. Ash Killer. Das klingt bei dir wie Ash. Du kannst dir gerne mal in der Aufnahme hinterher angucken, dass das wirklich so klang, als hättest du Ash gesagt. Ja, mag ja sein. Sollte aber nicht so rüberkommen, wie gesagt. So, ich hab 4 Teamwork-Trippel in dem Versteck besiegt und muss schon, also AK 2 Waffstart und ich muss schon zum zweiten Mal ins Pokémon Center. Weil beide Male es geschafft haben, irgendwas zu vergiften. Ich muss Pro-Killer noch Surfer beibringen. Ich habe vergessen, dass Pro-Killer Surfer verlernt hatte, nachdem es plötzlich rot wurde. Hust. Ich weiß auch gar nicht, wer mein Pro-Killer in rote Farbe getaucht hatte. Hust. Meinen guten alten Freund, den ich seit Level 10 Carpador hochgelevelt habe, ist wurde in rote Farbe getaucht. Ja, also ich hatte nie ein normales Gyarados. Ich habe mir extra ein goldenes Carpador gefangen. Ist klar. Die Wahrscheinlichkeit, ein goldenes Carpador zu treffen, ist zwar verdammt gering. Von allen fand ich es, glaube ich, am seltensten. Nein. Ich habe 3 Stunden gebraucht auf Screen. Hust. So, geht das Pokémon Center? Nein, Spaß sein. Ich hatte das goldene Carpador nicht wirklich direkt an der Leine, wie am Anfang. Ja, genau. Ich bin ein Glückspilz. Ey, Eindringlingsalarm. Das ist ein Supermarkt. Ja, ihr seid hier die Eindringlinge, wenn ihr das mal genau betrachtet. Ich hab vergessen, ich muss mit Siegfried reden, ne? Aha. Du warst bist nach Maroni City gegangen, oder? Ich bin nach Maroni City gegangen, ja. Ohne mit Siegfried zu sprechen, ne? Das fand ich gut, dass man da wenigstens hinfliegen konnte. Ja. Als hätten die Entwickler geahnt, dass manche Leute so dumm sein würden. So, jetzt aber. Ich will ja keine Namen nennen, aber fängt mit D an und hört mit Ori auf. Ich weiß nicht, wen du meinst.
Ist zufälligerweise in diesem Let's Play auch dabei gerade. Ihr Kanal ist DoriDT1 bei YouTube. Von dieser Person, an die Game Freak gedacht hat. Der erste, warte mal kurz, wie viel hatte ich denn? 2, 4, 5, 7. Ich hatte 7 Rüpel schon. Und die Folge ist gleich vorbei, die eine Stunde verging echt schnell. Habe ich nicht mitgerechnet. Für mich gibt es kein Genug. Für mich nicht. Ich krieg so wenig, ich krieg niemals genug von Zocken, genauso wenig wie ich genug vom Kaffeekrieger. Wir kommen jetzt auf den. Oder am Aufnehmen. Oder am Aufnehmen. Gehört für mich auch zu unterwegs sein. Du warst dabei zu Hause. Fragt dich der Lehrer, was haben Sie denn am Wochenende gemacht, dass Sie, am Freitag gemacht, dass Sie nicht gearbeitet, dass Sie nicht gelernt haben? Ich war unterwegs. Was haben Sie gemacht? Ich habe für YouTube aufgenommen. Ich, wenn ich das zu meiner Chefin sagen würde, die würde meinen Husten. Ja, sorry, Annette, ich habe leider vergessen, zur Arbeit zu kommen. Ich musste aufnehmen für YouTube, die wird meinen Husten. Hast du eine Stoppuhr laufen? Anderthalb. Ich denke mal, wir machen jetzt den Cut. Wir machen jetzt den Cut, ja. Wir stehen hier vom. Warte mal kurz. Während ihr Maragonia City probiert. Moment mal, die haben. Okay, das ist schon gerade. Mir ist selbst aufgefallen, dass ich noch einen Super, dass ich noch einen Sonderbonbon dabei habe. Hätte ich vielleicht mal früher einsetzen sollen. So Leute, wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt eine Stunde lange pure Pokémon-Action. Mit der Dori leider. Und wir haben fürs Erste genug. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Sikorski.